Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es die Woche 2 und welche Ausgaben und Einnahmen ich hatte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar oder lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr meinen Kanal noch abonnieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch direkt eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video bei mir online gegangen ist. Und ich kann euch so viel versprechen, wie es wird auf jeden Fall demnächst ein Gewinnspiel geben. Deswegen bleibt dran und schaut euch alle Videos ganz genau an. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei diesem Video. Heute geht es um die Ausgaben in der Woche 2. Und die schauen wir uns mal an. Das waren auch wieder einige. Dieser Monat ist wirklich sehr, sehr teuer und ich habe noch gar keine Geschenke. Also das wird auch noch kommen. Das ist natürlich gar nicht mal so gut. Habt ihr eure Weihnachtsgeschenke schon beisammen? Also ich habe bis auf eins, was ich aber auch noch nicht bestellt habe, auch noch gar keine Idee, was ich den Leuten alles so schenken könnte. Aber da mache ich mir Gedanken, wenn wir wieder aus dem Urlaub sind. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu den Ausgaben, die ich hatte und oder die wir hatten als allererstes. Und da geht es um die Lebensmittel. In die zweite Woche sind wir gestartet mit 194 Euro, was wirklich viel ist, was wir an der ersten Woche an Ausgaben hatten. Über 100 Euro in einer Woche, also ist für uns persönlich viel Geld. Aber das ist ja wirklich komplett individuell, weil je nachdem, auf was man Wert legt, isst man viel Fleisch, isst man dann auch wieder gutes Fleisch oder nicht gutes Fleisch, isst man Bio, isst man kein Bio, wo wohnt man eventuell auch, kauft man sich viel vom Bauern, also das ist halt wirklich komplett individuell und da kann man gar nicht so genau sich mit anderen vergleichen, bin ich der Meinung, weil man ja die Umstände gar nicht von den anderen Personen kennt. Auf jeden Fall hatten wir da auch in der zweiten Woche, diese Woche, obwohl ich gesagt habe, wir müssen diese Woche weniger ausgeben, wieder einiges an Ausgaben. Und zwar waren das wieder 80 Euro, sodass wir noch 114 Euro im Umschlag haben. Ja, beziehungsweise auf dem Pocket, denn das haben wir gemeinsam bei Vivid. Da benutzen wir ein Partner-Pocket. Jeder kann auf dieses Konto zugreifen, hat eine eigene IBAN, also wirklich tippitoppi und kostet nichts. Genau, weil wir das so eingestellt haben, dass es für uns nichts kostet. Ich habe da noch ein Sparziel, das heißt, mein Konto ist immer über 1000 Euro. Und wenn man 1000 Euro auf dem Konto hat, ist das Konto auch kostenlos. Und mein Freund hat quasi das Lebensmittelbudget bei sich angelegt und mich eingeladen als zweite Person. Und wenn man mindestens eine Transaktion im Monat hat, dann ist das Konto auch kostenlos, auch wenn man keine 1000 Euro auf dem Konto hat. Genau, und somit ist es halt für uns eine Variante für beide kostenlos. Perfekt, also das haben wir auf jeden Fall bei Vivid liegen, genauso wie Sparpaar und Drogerie. Und da hatten wir auch einiges an Ausgaben. Ich würde einfach sagen, wir gehen mal von Tag zu Tag, weil ich werde auch ganz oft gefragt, wie ich das denn so mache mit meinen Ausgaben und wo ich die in der Woche tracke. Und da kann ich euch mal meinen Monat September zeigen, denn der November wäre natürlich schon ein kleiner Spoiler, was ich jetzt an Ausgaben hatte. Und zwar habe ich da immer seit neuestem, ich glaube seit August mache ich das, habe ich hier so ein A4-Blatt, das habe ich mir auf dickem Papier ausgedruckt. Und da schreibe ich mir immer rein, welche Ausgaben ich an welchem Tag hatte und kann auch so sehen, an welchem Tag hatte ich denn zum Beispiel keine Ausgaben. Und so mache ich das seit August, glaube ich. Und diese Vorlagen hier gibt es auch immer kostenlos zum Download. Folgt mir da am besten einfach bei Instagram, da lade ich sie auf jeden Fall hoch. Und auch hier bei YouTube, da könnt ihr einfach mein Gestaltungsvideo angucken vom November. Da habe ich das auf jeden Fall auch vom November verlinkt. Also das sieht dann so rot mit Blümchen. Ich halte die Farben immer an meinem Budget, was ich hier auch habe. Deswegen, dieser Kalender sieht dann so aus, diesen Monat. Und so trage ich dann immer täglich, manchmal auch alle 2, 3 Tage, meine Ausgaben ein und habe das jetzt hier gerade vor mir stehen und erzähle euch quasi, was ich an Ausgaben hatte. Und da gehen wir jetzt einfach mal von Montag nach Samstag. Am Montag hatte ich einmal eine Ausgabe aus meinem Lebensmittelbudget, aus meinem ganz persönlichen, das ist mein Arbeitsbudget, wenn ich auf der Arbeit bin und in der Mittagspause irgendwas möchte beispielsweise. Und da gab es wieder Bürokaffee.
für insgesamt 5 Euro, sodass noch 15 Euro im Umschlag sein müssten. Wir gehen erstmal alles durch und kontrollieren es dann im Umschlag. Dann hatte ich oder hatten wir gemeinsam in der Drogerie eine Ausgabe. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war Shampoo. Dann schreibe ich das doch gleich mal hin. Für 1,49. Da müssen wir mal schauen, was hatten wir denn bei Drogerie drin? 5,55 Euro und 20 Euro sind ja im Monat reingegangen. 10 Euro von meinem Freund und 10 Euro von mir. Sodass, wenn wir jetzt hier 1,49 Euro minus nehmen, wir rein theoretisch noch 24,06 Euro drin haben müssten. Dann war ich beim Zahnarzt. Die Ausgabe kommt in meinem anderen Buch dann nachher rein. Und am 7. habe ich die Lebensmittel aufgeschrieben für 80 Euro. Genau, der 8. war ein No-Spend-Tag. Wo habe ich denn meine Klebis liegen? Hier sind sie. Das können wir nämlich gleich mal aufkleben. Welchen habe ich jetzt am 8. war mein No-Spend-Tag? Genau, und am 9. auch das kann ich jetzt hier noch nicht eintragen. Und dann habe ich... zwei Sachen kann ich noch eintragen. Und zwar haben wir noch mal was gemeinsam geholt. Das waren... Ach Mensch, wie heißen die denn? Geschirrspültabs für 8,99 Euro. Das bedeutet 24,06 Euro minus 8,99 Euro ergibt 15,07 Euro. Und bei Sparpaar hatten wir auch noch mal eine Ausgabe, die ich weiter gar nicht thematisieren möchte, und zwar von 40 Euro. Und bei Sparpaar waren drin, das können wir uns auch noch mal schnell ausrechnen, 950 Euro und 79 Cent. Und da jetzt die 40 Euro minus, das hätte ich wahrscheinlich auf den Kopf gekonnt, sind 910 Euro und 79 Cent. Bei allen meinen eigenen Ausgaben runde ich auf, weil die ja eigentlich alle auf hier in dem Budgetbinder sind. Da möchte ich nämlich keine Centbeträge mehr drin haben. Das hat mir am Anfang nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich angefangen, alles aufzurunden. Bei den Lebensmitteln, Sparpaar und Drogerie liegt hier eh auf dem Konto. Da runden wir nicht auf beispielsweise oder ab. Da lassen wir wirklich die Centbeträge. Ja, dann gucken wir ganz fix. Viele Ausgaben waren es ja dann tatsächlich in den Kategorien hier nicht. 15 Euro ist noch bei Lebensmittel. Und das war es ja diese Woche. Genau, das war es die Woche mit meinen eigenen Ausgaben. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu den Ausgaben, die ich in meinen Spartöpfen hatte. So, kurz Unterbrechung, mein Freund hatte angerufen, weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Auf jeden Fall gehen wir hier einmal durch und gucken da, wo wir die Ausgaben hatten, nämlich bei Gesundheit. Hier habe ich ja nicht eingetragen. 122 Euro habe ich am Anfang des Monats bei Gesundheit reingezahlt, weil ich wusste, dass ich eine Zahnreinigung haben werde. Und dann stand jetzt auch die Zahnreinigung an. Für insgesamt 130 Euro. 20 Euro davon ist noch so ein Fluorid gewesen. Also 110 Euro hat die Zahnreinigung an sich gekostet. Das heißt, 170 Euro sollten noch im Umschlag sein. Das können wir auch gleich mal nachschauen. Gesundheit. So, hier schauen wir mal rein. Das sind insgesamt 170 Euro, das stimmt also. Ich bekomme von meiner Versicherung, also von meiner Krankenversicherung, auch Geld wieder für die Zahnreinigung. Normalerweise packe ich das immer wieder bei Gesundheit rein. Mal gucken, wie ich es diesen Monat machen werde oder dieses Mal machen werde. Ob ich das einfach verspielen werde oder einfach hier wieder reinpacke. Würdet ihr das machen, wenn ihr quasi die Zahnreinigung nicht zu 100% selber bezahlen müsst? Also man muss es immer erst bezahlen, kriegt es dann aber wieder erstattet. Genau, das war jetzt noch meine Ausgabe für den Montag. Und dann für den Dienstag, für den Donnerstag, da gab es noch was für die Karibikreise.
Und zwar haben wir uns Dollar umtauschen lassen. Insgesamt 800 Euro für zwei Personen. Und das ist dann pro Person 396. Ich mache also eigentlich 396,50 €. Ich runde das jetzt einfach auf. Ich brauche ja jetzt eh nichts mehr da draus. Das heißt, jetzt ist auf jeden Fall die Karibikreise abgeschlossen mit dem Geld. Das haben wir für Aktivitäten vor Ort geholt. Man kann auch vor Ort mit Kreditkarte wahrscheinlich bezahlen und auch Geld vor Ort abheben. Aber wir sind da einfach auf Nummer sicher gegangen und haben uns vorher schon mal Geld abgehoben. Kann man ja machen, wie man möchte. So, und das war es auf jeden Fall in dem Bereich. Gar nicht wahr. Eine Sache haben wir noch. Und zwar bei Kleidung. Für den Flug, wir fliegen ja 10 Stunden ungefähr, habe ich mir noch, weil ich auch schon ohne Flug starke Probleme mit Wassereinlagerungen habe, habe ich mir eine Kompressionsstrumpfhose geholt. Die war gerade im Angebot. Als erstes müssen wir aber das hier nochmal aufschreiben, und zwar Kleidung. Sind jetzt 200 € drin. Ich werde das nachher mal nachgucken, wie das Ganze sich aufgeteilt hat. Und jetzt die Strumpfhose. Für dann 26 €. Das heißt 174 €. Jetzt war es das aber tatsächlich. Und wir kommen jetzt zum Schönen, und zwar den Einnahmen noch. Das war es noch nicht hier mit dem. oh Gott, ich bin ganz durcheinander. Ich hatte noch eine Einnahme. Und zwar bei Atapol waren das 12,56 €. Ich habe leider nicht auf Start gedrückt. Also noch einmal ganz kurz, was ich euch jetzt erzählt hatte. Und zwar habe ich ja Einnahmen gehabt von 12,56 € über Atapol. Und für alle, die es nicht kennen, Atapol ist eine Umfragen-App, wo ihr den ein oder anderen Euro, Cent dazu verdienen könnt. Ich verlinke euch das einmal unten. Das ist eine App zum Downloaden, und über den Link erhaltet ihr noch mal ein paar Cent als Startguthaben, einfach ohne irgendwas, einfach ohne Gegenleistung, also einfach so. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und genau, das habe ich auf jeden Fall nochmal zu Atapol gesagt. Und habe dann auch gleich gesagt, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Habe mich mega gefreut und habe meinen Spar-Challenge-Binder geholt. Und da fangen wir ja immer an mit der Geldwäsche. Und ich hatte tatsächlich diese Woche 4-mal Wäsche gewaschen. Es geht nämlich langsam oder sicher auf unseren Urlaub zu. Und da wollte ich wirklich jede Wäsche nochmal wegwaschen. Und das waren 4-mal, habe dann 4 Hemdchen angemalt, und mich hat es total gestört, dass das gelb so gelb ist. Ja. Auf jeden Fall, mit diesen 4 € jetzt haben wir jetzt 100 € im Umschlag. 100 €, mega, 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 oder? Was sagt ihr dazu? Und ich sehe gerade, hier sind noch Platzhalter drin. Da habe ich nämlich auch Bilder mitgemacht. Die gibt es nämlich jetzt auch im Shop. Die habe ich vergessen rauszunehmen, weil hier brauche ich auf jeden Fall keine Platzhalter. Ja, dann kommen wir zum Money Street. Das wird einfach nicht ausgesetzt. Und auch nächstes Jahr, wenn sich dann einiges in meinen Spar-Challenges ändert, wird trotzdem Money Street weiterhin dabei bleiben. Ich liebe es, es ist mein Baby, und ja, das wird auf jeden Fall dabei bleiben. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würfel und Spender. Da machen wir das gleich so. Ich würfel zweimal. 4 und 2 sind dann 6. Ich runde auf 10. Hier haben wir es. Denn ich habe ja einen Spenden Umschlag, und da werden wir das jetzt noch mit reinschreiben. Da sind jetzt 330 € drin.
Heute haben wir den 12.11. 10 Euro, das heißt 340 Euro sind da jetzt insgesamt schon. Also wirklich eine schöne Summe. Ich wollte es eigentlich zwischendurch im Jahr immer mal wieder spenden, aber jetzt wird es wahrscheinlich eh wieder darauf hinauslaufen, dass ich es um Weihnachten herum mache. Somit nichts für Money Street, um für mich selber zu sparen, aber spenden ist ja auch eine schöne Sache. 52-Wochen-Challenge machen wir am Ende des Monats, um zu gucken, was da noch übrig ist. Da haben wir auch nicht mehr viele Felder. Und dann haben wir das Sparrad, das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. Und haben da Aussetzen und sonst mache ich trotzdem immer nochmal, aber diesmal nehmen wir einfach das, was kommt und setzen aus. Aber ich habe ja noch meinen anderen Spielebinder und da können wir nochmal gucken. Nächsten Monat fängt es dann an mit dem Rubbelspar-Adventskalender. Freue ich mich richtig riesig dolle drauf. Gibt es auch nur noch ganz wenige in meinem Shop. Also falls ihr da Lust drauf habt, ich glaube 100 Euro waren es zu errubbeln, dann schlagt auf jeden Fall nochmal zu. Und die Rubbel-Challenge für den Monat November nehmen wir auch nochmal. Oh, 20 Euro. Und ich würde sagen, das reicht dann aber auch. Bei diesem Monat habe ich, glaube ich, gar nicht so viel Geld zum Verspielen. Also 20 Euro aus der Monatsrubbel-Challenge. Sind wir jetzt bei insgesamt 135 Euro. Die 20 Euro kommen hier rein. Pfand hatten wir auch weggebracht, aber ich glaube, mein Freund hat das hier noch nicht eingetragen. Ich gucke mal. Nee, hat er noch nicht eingetragen. Da müssen wir nochmal ihn fragen und dann sage ich euch das beim nächsten Wochenabschluss. Und Roll dich reich und Sparpuzzle sowie die 5- und 10-Euro-Schein-Challenge lassen wir jetzt einfach mal. Denn mit diesen 20 Euro, müssen wir nochmal aufschreiben, haben wir jetzt auch wirklich viel gespart. 10 Euro für das Spenden und 4 Euro für die Geldwäsche. 34 Euro, genau. Und das ist doch schon eine gute Sparsumme für eine Woche. Müssen wir natürlich jetzt hier noch eintragen, damit ich das am Ende des Monats noch weiß, was ich schon alles in Spar-Challenges diesen Monat gepackt habe, um nachher meinen Monatsabschluss machen zu können. Ja, und das waren jetzt tatsächlich alle Ausgaben und Einnahmen, die ich hatte für diese Woche, also für die zweite Novemberwoche. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wie gesagt, dann hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn wieder ein neues Video von mir online gegangen ist. Und jetzt sage ich einen wunderschönen Tag euch noch und viele Grüße und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!